Hallo ihr Lieben, wir sind's, die Anja und der Kai. Und zusammen mit unseren Hündinnen Paula und Jessie sind wir die Erlebnisbummler. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind mal wieder unterwegs, suchen gerade unseren Stellplatz und wo es heute hingeht, das verrät euch die Anja. Wir stehen hier gerade in Düsseldorf. Machen uns gerade fertig und dann geht's zum Caravansalon. Yeah, mit dem Shuttlebus ging's dann endlich zum Messegelände. Auf ins Getümmel, die Messe ruft. Leidenschaft, die verbindet. Kommt mit! Für uns ging's dann direkt los. Wir sind zum Stand von X-Hook gegangen. Eine Empfehlung von Freunden von uns. Aber seht selber. Das ist hier kein Kleber. Der Kleber härtet aus und dann hat man die Klebereste, dann fallen die runter. Auch Saugnocken kennen sie. Das ist ein Gel, das greift in die Materialien. Dann ziehen wir hier hinten einmal die Folie ab, haken an die Wand und dann nur so leicht rüber malen, rüber streichen, dass der an der Wand sitzt. Und wenn sie ziehen möchten, dann können sie auch mal gerne, so fest sie möchten, den kriegen sie nicht mehr ab. Das hält bombig, wackelt nicht, hat man jahrelang Spaß dran, das merkt man nicht. Jetzt will man den irgendwann abmachen, dann müssen wir nicht die Fliese ausbauen, sondern den einfach an der Seite anheben, abziehen. Und weil das nicht aushärtet, geht das nach 3-4 Jahren genauso. Jetzt habe ich hier eine raue Struktur. Gerade im Camper, wenn es so leicht rau ist und nicht glatt, hält das genauso. Leicht andrücken und haben einen stabilen Haken. So kann ich den überall einsetzen. Machen wir den Haken ab und ran, wird das staubig, Fingerabdrücke, hält das nicht so gut. Einmal unter dem Wasserhahn abwaschen, kurz trocknen lassen. Da liegen wir den nur so an der Luft zu trocknen. Und sobald der trocken ist, hält er wie am ersten Tag. Ich mache jetzt hier immer gerne die Folie rauf, so staubt der nicht so schnell zu. Kann ich den so auch mal mitnehmen im Bademantel zu den Campingduschen. Man zieht den nach dem Urlaub aus dem Camper ab und dann kommt da zum Beispiel in ein Fenster für die Weihnachtsdeko. Wir haben ja hier auch so durchsichtige Modelle, die fallen dann dafür Dekoration kaum auf. Und dann haben wir hier eben verschiedene Größen. Das sind jetzt nicht 0,5 Kilo. Die kleinsten schaffen 3 Kilo. Die mittleren 4 Kilo und die großen 5 Kilo. Also wirklich eine Menge Tragkraft, die man ja auch selten hat. Und das ist jetzt auch nicht mit Sekundenkleber, das ist alles dasselbe Prinzip, was sie immer so wieder ab und dran haben. Immer dann gleich. So funktioniert das. Ob diese Haken halten, was der junge Mann verspricht, werden wir testen und danach berichten. In diesem Bereich auf der Messe haben wir uns super viele Informationen holen können bezüglich Reiserouten, Reiseländer und verschiedenste Apps, Stellplatz-Apps, Campingplatz-Apps und so weiter. Und dann ging es zur Pause. Und lecker? Das wird unser neuer Kastenwagen inklusive Auto. Und direkt dahinter bekommt Anja ihr eigenes Zimmer, das Schwalbennest. Da wir unsere Hunde dabei hatten, haben wir natürlich ganz viele Messepausen eingelegt. Ja, wir sind jetzt vom Parkplatz des Caravansalon etwas geflüchtet. Und hier ist es direkt total schön und können jetzt hier super mit den Hunden spazieren gehen. Ja, besser als auf dem Parkplatz. Ja. Jetzt auf dem Rückweg von der Messe. Wir konnten jetzt nicht ganz so viel filmen. Heute war es ziemlich voll im Vergleich zu gestern. Aber ja, wir versuchen ein schönes Video irgendwie draus zu machen. Ganz genau. Oder ihr habt ja gesehen, und ob es schön war, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Genau. Wir fahren jetzt nach Hause. Insgesamt war es aber doch sehr schön. Also auf der Messe waren wir schon, aber es war jetzt so mit, ich sag mal, Wohnmobil das erste Mal und Übernachtung dort. Und genau, die Hunde haben es auch brav mitgemacht. Ja, und falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, ein Abo, falls ihr es nicht schon gemacht habt, einmal auf Abo klicken, kostet nichts.
Ja, und wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.